Einen schönen guten Tag wünsche ich euch. Es ist inzwischen schon 13.45 Uhr. Herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Wir waren schon bei Lidl einkaufen, deswegen auch alles ein bisschen später. Ich bin auch noch total ungeschminkt und habe alles nicht geschafft heute. Meine Kinder lachen sich über mich da hinten kaputt, weil ich schon wieder vlogge, aber alles kein Problem. Das ist mein Einkauf, den habe ich euch natürlich abgedreht. Wenn euch etwas interessiert, schaut gern in den nächsten Tagen vorbei. Oder vielleicht ist er auch schon online, wenn ihr diesen Vlog gesehen habt oder seht. So, hier bin ich jetzt auch nochmal in voller Schönheit und werde diese ganzen Sachen und werde die ganzen Sachen jetzt in diesen Kühlschrank einräumen, den ich zuvor noch sauber machen muss. Da habe ich auch keinen Bock zu dir lachen. Die lachen sich kaputt. Mein Sohn schüttelt den Kopf. Ja. Ist doch so. Ich meine, weil ich noch nicht geschminkt bin, ne, und richtig hässlich aussehe, deswegen habe ich, ne, so ironisch gemeint. So. Miley schleckert hier die ganze Zeit die Sahne weg, denn mir ist Sahne in der Tüte ausgelaufen und sie leckt die jetzt aus. Ja. Miley, du darfst keine Sahne. Miley. Ja. Miley. Brauchst keine Angst haben. So schlimm ist es nicht, aber du kriegst Bauchschmerzen, Miley. Ne? So, mein Lieben, jetzt bin ich ready. Wir sind nämlich, haben vor, in die Innenstadt zu gehen. Zuvor muss ich aber noch die ganzen Sachen hier wegräumen, weil mein Mann beim Türken war und eingekauft hat, nämlich Fleisch und Pide, also das türkische Fladenbrot. Insofern muss ich das erstmal jetzt hier zusammensuchen, zusammenordnen, einpacken und dann gehen wir los. Ja, mein Sohn wollte sich eine Hose kaufen und ja, wir wollen einfach mit Bummel gehen. Ich brauche in der Innenstadt ja auch noch den Entkalker für diese Maschine. Da ist nämlich schon Ewigkeiten alle und da kommt ja kein Wasser mehr raus, hatte ich euch erzählt, weil ich benutze ja nicht mehr und jedenfalls nicht regelmäßig oder fast gar nicht mehr. Und insofern, meine Tochter wird aber gerne und insofern brauche ich den Entkalker. Jetzt werde ich diese Brote, hat glaube ich zwei... Ich drehe euch mal um. Kauft 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Brote beim Tür. Und dann hat er auch noch Fleisch gekauft. Was ist das? Ja, diese Paprika haben wir auch nicht mehr. Das ist gut, dass er die mitgebracht hat, diese Spitzen. Die mache ich ja immer gerne zum Essen dazu. Dann haben wir hier noch Fleisch. Lasst mal gucken, was das alles ist. Ich hatte eigentlich gesagt, er soll nur Hackfleisch kaufen. Dann hat er bestimmt auch noch anderes mitgeholt. Mal gucken. Rinderhack und nochmal Rinderhack. Nee, okay, dann hat er nur Rinderhack. Das ist schnell gemacht. Miley wird gern was abhaben. Oh, ich muss niesen. Meine Güte. So, das reicht jetzt auch, Miley. Ne? Das reicht. Ha, gefangen. Ja, inzwischen ist es auch schon 14.46 Uhr. Ich habe jetzt das Fleisch versucht, in den Eisschrank zu platzieren. War ein bisschen eng, aber ich habe es hingekriegt. Nur zwei Pider, also zwei Fladenbrote, haben nicht reingepasst. Ja, die müssen dann aufgegessen werden. Da habe ich auch so viel Brötchen gekauft. Die hat auch keiner gegessen. Ja, naja, hilft nichts. Jetzt muss ich einen Entkalker kaufen für die Maschine. Und dann schauen wir mal. Wetter ist nicht schön, aber wir gehen da zu Fuß hin, weil sonst müssen wir alle Fahrkarten bezahlen. Ist ja nicht so weit. Ich glaube, 1,5 Kilometer oder so ist das von uns. Deswegen gehen wir jetzt los. Miley sucht sich da noch die Fleischreste. Miley? Wir sind gleich da. Ein Stück noch. Hauptbauernhof sind wir angekommen. Richtig voll, obwohl das Wetter wirklich nicht schön ist. Und wir sind im Hauptbahnhof in dieser Unterführung am Saturn vorbei. Und jetzt kommen wir hier gleich wieder raus. Wir sind gerade dabei, eine Jacke zu suchen. Ja, den finde ich eigentlich schön, auch in L. Wir finden den jetzt nicht so schön, weil der so normal aussieht. So, wir gehen jetzt raus. Wir haben nichts gefunden. Die Jacke, die mein Sohn da eben anhatte, ja, die hat einen weißen Kragen gehabt und da waren wir uns nicht sicher, ob das dann da auch sein Geld wert ist. So viel, wenn man da so einen weißen, also weiß fanden wir nicht so gut. Und den Pullover haben wir nicht in seiner Größe gefunden. Deswegen gehen wir jetzt zu C&A.
Leute, es ist so voll, so voll. Keine Musik, das kann man doch mal aufnehmen. Sonst war überall immer Musik. Mein Sohn war immer Slim. Slim und Stretch soll es sein. Das kannst du dir doch stürzen lassen. Das ist ja wohl das geringste Problem. Guck, die ist richtig stretch. Aber die ist. Guck mal. Das sieht doch überhaupt aus. Was denn? Die hatte schon jemand an. Nein, ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Ist das die einzige oder was? Nein. Noch mehr. Ja. Ach, das ist 33, 32. Dann hier 33, 32. Zieh sie doch höher. Hier 33. Probier die jetzt an. Olum, du musst sie doch anziehen. Die gehen doch auch noch ein bisschen an deinen Beinen. Das zieht sich noch nach oben. Ja. Dann nimm die mal. Nimm die mal. Nimm noch mal eine andere Farbe. Der junge Herr möchte nicht in die Kamera, deswegen kein Gesicht. Die sieht zu bunt aus. Ist sie nicht zu bunt? Die ist nicht zu klein. Ich habe mich hier hingesetzt, Leute. Ich habe Beinschmerzen. Rückenschmerzen. Schulterschmerzen. Meine Tasche ist so schwer. Meine Tochter steht da auch und wartet und wartet und wartet. Mann, Männer sind schlimmer als Frauen. Ich glaube gar nicht. Wir haben schon 2 Stunden, glaube ich, in den Läden verbracht und der Junge da, Herr, hat noch nichts gefunden. Noch nichts. So, hier bin ich. Hier sind überall Menschen, deswegen nur von unten. So, wir sind jetzt immer noch hier und in der Umkleide und der Sohn im Mann zieht die Hosen an. Ich hoffe, er nimmt sie auch. Mir ist so warm. Ich habe aber keinen Bock, das auszuziehen. Ja. Naja. Ja, anschließend dürfen wir nicht vergessen, den Entkalker zu holen. Ich weiß nicht, ob wir noch mal woanders rein will, beim Pullover hat er noch nicht. Also den Pullover müssen wir auch noch mal gucken. Hätten wir ja auch gleich machen können. Den will er ja auch wieder anprobieren. Das ist mir wahr. Zeig doch mal. Er will nicht in die Kamera. Er will nicht in die Kamera. Oh, ich nehme die nicht runter. Ich will das. Oh, hier ist schon wieder eine Demo mit Polizei und Wasserwerfern und allen möglichen. Aber was da nun wieder gemacht wird, keine Ahnung. So, wir sind bei McDonald's angelangt. Wir haben Hunger. Ich habe mir einen vegetarischen Burger bestellt, weil ich ja immer so ein bisschen Schiss habe vor Schweiß, vor Fleisch. Kennt mich ja. Also lieber vegetarisch ist sicherer. Meine Tochter hat einen Cheeseburger genommen und mein Sohn, was nimmt mein Sohn? Mein Sohn nimmt. Ich weiß nicht. Naja, das werden wir jetzt essen. Wir wollen auch irgendwie einen Kaffee trinken oder so. Ich hätte auch so Lust drauf. Mal gucken, ob wir das hier auch noch machen. Und dann müssen wir ja noch eine Hose kaufen. Mein Sohn will zu Jack and Jones, weil er meint, dort kriegt er nur die Hose, die er unbedingt haben will. Da werden wir dann noch reingehen. Oh, hier ist es auch so voll, Leute. Wir haben jetzt diese automatische Bestellung gemacht. So, ich muss aufpassen, ich kann draufnehmen. Ich habe hier die automatische Bestellung gemacht und warten drauf, dass das jetzt fertig wird. Holen das einfach ab, haben mit EC-Karte bestellt. Und ja, ich war ja lange nicht hier. Deswegen kannte ich mich da nicht so aus. Aber meine Kids machen das schon. Wird nicht mal aktualisiert, aber grün schon. Siehst du da, in Ziffer 269 steht. Hier seht ihr das?
was, Leute, das hat so lange gedauert. So lange. Alle haben gekriegt, nur wir nicht. Mann. 20 Minuten haben wir bestimmt für dieses bisschen gewartet. So, ich hab vegan genommen, wie gesagt. Mal gucken, wie das aussieht. Wir haben keine Servietten genommen jetzt. Naja, kriegen wir schon hin, ne? Ohne. Was hast du? Big Mac? Und sie hatten normalen Cheeseburger, Chicken Burger. Ja, guten Appetit. Unsere Hände sind aber nicht sauber, ne? Hast du Desinfektion? Oha, voll ausgerüstet. Dankeschön. Sehr nett, danke sehr. Guten Appetit, Leute. Schmeckt ganz gut, muss ich sagen. Und der ist schon fertig. Ich habe noch nicht mal angefangen. So, ich bin jetzt, oder wir sind durch. Mein Sohn hat sich 2 Jack & Jones Hosen gekauft. Leider haben wir kein Pullover gefunden, was ärgerlich ist. Aber ja, man musste sich das selber kaufen irgendwann. Und jetzt gehen wir noch zu Saturn wegen dem Entkalker. Ich hoffe, dass wir den dann auch noch bekommen, weil es ist 20:20 oder 7:45 schon. Aber schaffen wir, sind gleich da. Die Straßen sind schon auch alle richtig leer. Mein Akku hängt auf dem letzten Drücker. Nee. Jetzt stehe ich mir da. Immer das Gleiche. Wir sind auf dem Weg nach Hause. Sind am. Geht das Licht wieder nicht, wenn mein Akku alle ist. So, wir sind auf dem Weg nach Hause und mein Handy geht jede Sekunde wieder aus. Hat er schon gerade angekündigt, aber egal. Wir sind gleich da, ein kleines Stück noch. Steine haben runtergelaufen gerade. Wir haben übrigens einen Kaffee bekommen, so einen Espresso bei Jack & Jones. Das war richtig nett. Haben wir getrunken. Doch lecker geschmeckt, muss ich sagen. So, wir sind wieder zu Hause. Ich konnte erst jetzt filmen, weil mein Akku ja alle war. Da musste ich mal erstmal ein bisschen aufladen. Ja, ich trinke jetzt gleich nochmal einen Kakao, da habe ich Lust drauf. Und hier zu Hause sind wir nochmal eben mit Maidi rausgegangen, einmal kurz eine halbe Stunde. Weil die hat ja auch die ganze Zeit gewartet. Da ist gerade wieder eine am Telefon, oh Leute, hier ist so viel los. Ja, die Sachen zeige ich euch gleich noch, die wir geshoppt haben. Und jetzt ruft mein einer Sohn, mein anderen Sohn. Wahrscheinlich wollen die wieder heute Abend irgendwas unternehmen, glaube ich. Hier liegen auch Windeln. Ich glaube, die hat mein zweitältester Sohn gekauft. Genau, sagt sie gerade. Für unsere kleine Enkelin hat er ja vergessen, wie ich ihn kenne. Ja, ansonsten gibt es nichts Neues. Relativ mild gewesen zum Glück. Das war gut, dass wir auch ein bisschen haben draußen spazieren gehen können. Ja. Sachen zeige ich euch noch. Es ist inzwischen 8:45. Und ich denke, wir werden jetzt gleich mal ein bisschen im Fernsehen gucken. Mein Sohn spielt hier noch Fortnite, aber das werde ich jetzt gleich ausmachen. Ja, ich sehe. Ich mache aber nachher nochmal an. So, ich zeige euch mal eben, was wir gekauft haben. Den Schal hat mein Sohn sich bei H&M gekauft. Das ist ja ein Männerschal tatsächlich. Der hat 9,99 € gekostet. Den finde ich richtig schön. Der ist richtig schön groß und richtig warm und kuschelig. Also der hat gekostet 9,90 € bei C&A. Und bei Jack & Jones haben wir die Hosen gekauft. Ich drehe euch mal eben auf. So, da haben wir die Hosen gekauft. Das ist einmal diese hier, eine Slim in der Größe, oh, ich weiß nicht, Leute, ohne Brille kann man das lesen, 34, ich weiß nicht, 34, 30, genau. Das ist einmal die hier, die fand er richtig schön, ist so eine Stretch-Jeans, die er will immer Stretch haben, das soll hier relativ eng sein, deswegen Slim, und es soll aber trotzdem stretchy sein, damit, ja, damit es sich an den Knien, ne, damit es nicht so drückt oder dass er sich frei bewegen kann. Und dann haben wir gesagt, kann er auch noch diese Hose holen. Er wollte sich eigentlich eine Jeans holen, aber das ist jetzt hier so eine dunkle Jeans. Die fanden wir so ein bisschen eleganter. Die kann man vielleicht auch mal beim Event oder so anziehen oder Versammlung oder so, denke ich. Sie ist nicht ganz so, die ist nicht ganz so, ja, so sportlich, sondern die kann man auch ein bisschen eleganter tragen. Ist tatsächlich regular, obwohl er eigentlich immer Slim trägt, aber wir haben gesagt, das sieht gut aus, weil die Knie auch relativ eng geschnitten sind, wie ich finde. Und die ist nicht ganz so stretchy wie die andere. Die ist auch ein bisschen zu lang. Was haben wir denn hier? 33, 30. Also sie ist ein bisschen lang. Was war das auch? 30 in der Länge? Naja, auf jeden Fall fand er die ganz gut. Die Hose hat gekostet, natürlich Jack & Jones, richtig teuer.
hat gekostet. Aber er trägt die immer und er trägt sie auch jahrelang. Also insofern kann man das dann mal machen. Die haben beide, meine ich, 79 Euro gekostet. Ich sehe das jetzt hier gar nicht ohne. Ich sehe das gar nicht ohne. Kann man das sehen? Nee. Ich meine, die haben beide 80 Euro gekostet. Jeweils die 80 und die auch. Ich habe, meine ich, auch 160 Euro irgendwie dafür bezahlt. Ja, ein Käffchen war umsonst. Fand ich auch richtig gut. Naja, und mein Sohn hat dann diese Windeln für meinen ältesten Sohn, nee, für meinen zweitältesten Sohn, für meine kleine Enkelin kaufen müssen. Baby Love Größe 6. So, das war unser Einkauf und wir haben auch noch eine Jacke für meine Tochter geholt. Die hat sie aber schon oben in ihr Zimmer, die zeige ich in ihrem Zimmer, die zeige ich euch dann vielleicht nachher, wenn ich es nicht vergesse. Nein, nicht so lange. Hol mal den Autoschlüssel von Jimmy, hat Jassans Bremsen sind ja nicht mehr so gut, hä? Wir fahren nämlich jetzt nochmal zu meinem Sohn, weil der ist ja umgezogen und meine Tochter hat die Wohnung noch nicht gesehen und mein anderer Sohn ist ja auch hier aus Oldenburg, der hat die Wohnung auch noch nicht gesehen. Es ist jetzt 21.49 Uhr und wir fahren jetzt zu ihm. Die haben nämlich eigentlich auf uns heute gewartet. Wusste ich gar nicht, aber wir haben gesagt, dass wir am Wochenende eigentlich vorbeikommen würden. Und nun hat meine Schwiegertochter mit meinem Sohn gerade angerufen, hat gesagt, hey, wo wart ihr denn? Wir haben den ganzen Tag gewartet, dann habe ich Kuchen gebacken, sagt sie. Und jetzt habe ich gesagt, okay, dann setzen wir uns noch kurz ins Auto und fahren dort vorbei. Mein kleiner Sohn bleibt mit meinem anderen Sohn hier und seiner Freundin. Und insofern nehmen wir aber sein Auto, weil das Auto meines ältesten Sohnes ist. Wir müssen neue Bremsbeläge, glaube ich, haben. Ich weiß auch nicht genau. Deswegen nehmen wir dann das andere Auto. Ja. Ich hatte hier eben auch noch abgewaschen schnell. Miley findet das natürlich alles nicht so gut, dass wir jetzt gehen wollen, aber mein Outfit hatte ich wieder gar nicht gemacht heute, ne? Aber egal. Die Jacke kennt ihr ja. Ja, wen juckt's? Wen juckt's? Den Pullover habe ich letztes Mal bei C&A geshoppt. Genau, die Hose bei Kick und den Kuschelpulli. Gott, wollte ich den noch her. Auch von Kick. Die ärgern mich da hinten alle und lachen sich kaputt. Morgen. So, jetzt gehen wir wieder los. Ich weiß nicht, Viertel nach 10 ist es inzwischen schon, gleich 10:30. Dann gehen wir jetzt Kuchen essen zu meinem Sohn. So, wir sind angekommen. Ich hatte hier ja schon mal. Und das dann, wie ist die Couch? Ich hatte hier ja schon mal gefilmt. Jetzt zeige ich mal die Couch, die sie gekauft haben. Moment. Ja. Katze ist wieder da. Kuchen, na klar. Ist sie keine Kuschelkatze? Doch, aber er ist noch klein. Er später hat die erste Impfung bekommen. Echt? Ja. Heute? Er hat so riesige Augen gemacht. Süß. Passt zu deinem Pullover und wieder zur Couch passt sie auch. Das ist die neue Couch, die hatten wir ja bei Poco Domene. Die hatten wir bei Poco Domene, hatte ich euch mitgefilmt. Die haben sie jetzt doch gekauft. Die ist richtig schön, die Couch. Süß. Wie denn die kleine süße Maus? Ja, du Schlinge. Hä? Mein Kabel. Hä? Nein, nicht da reinbeißen. Nicht da reinbeißen. Ja. Aber ich krieg schon wieder Schnupfen. Ich hoffe, das ist nicht die Katze. Wahrscheinlich schon. Ne? Bin ich gegen dich allergisch, die Schlinge, ne? Hm? Ja. Ja, mein Lieben, ich fürchte, ich bin gegen die Katze allergisch. Ich hatte ja letztes Mal auch schon Schnupfen bekommen, als ich hier war. Aber, scheiße. Ich habe auch eine nachgewiesene Katzenhaarallergie, das weiß ich auch. Aber ich hatte selber auch mal eine Katze bei uns zu Hause und da hatte ich die Allergie auch schon. Das ist nichts passiert, aber ja, jetzt scheint es wohl auszubrechen. Naja, es kratzt auch meinen Gaumen wieder. Das Leben ist hart, ne? Eigentlich bin ich nicht gegen Miley allergisch. Naja, aber ich wollte mich jetzt von euch verabschieden. Wir werden jetzt noch ein bisschen sitzen und dann werden wir nach Hause fahren. Und daher sage ich jetzt einmal schon mal Tschüss zu euch. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Und die Katze spielt hier mit meinem Kabel. Ja. Und
Und dann sehen wir uns morgen. Schlaft schön. Ja, wie du ein süßer Schlingel, ne? Wie du ein kleiner Schlingel, hä? Ja. Bist du ein Schlingel? Bist du mir hinterhergelaufen? Ja, bist du mir hinterhergelaufen, ne? Bin allergisch gegen dich, du kleiner Wurm. Ja. Bin ich allergisch gegen dich, ne? So, wir gehen jetzt, Mufasa. Tschüss. 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 Ich habe da gerade gelegen und jetzt hat sie sich zu mir gelegt und bin ich aufgestanden, aber sie blieb liegen. So, wir fahren jetzt nach Hause. Ich bin müde. Es ist bestimmt schon 12 oder halb 1 Uhr. Die kleine Katze hat da eben neben mir geschlafen. Ich habe da auch gelegen mit der Decke eben. Süße Decke hat sie übrigens von, die auch von Buch. Nee, hast du die genau von Buchnikowski genommen? Und die auch Decke, wusste ich gar nicht. Tschüss. Hast dann. Kannst du oder 0 plus, ich bin mir nicht so ganz sicher. Dann bist du fast schon dem Tod geweiht, weil du niemanden, weil dir keine Spenden. Ja, 0 minus ist Tod geweiht, aber 0 plus nicht, weil es kann von jedem empfangen, von A plus und von B plus. Ja, ja, wir fahren jetzt jedenfalls nach Hause. Das ist, ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Findet ihr eine 0 minus? Halb 1 bestimmt. Das ist 0. Ja, jetzt ist unser Schnupfen auch weg. Mein Sohn hat übrigens auch. Der ist auch allergisch, der hat die Allergie von mir geerbt, der hat auch Schnupfen und Nasenkratzen und bekommen eben, ja, nicht so, aber jetzt geht es wieder weg, ein Glück, wir sind raus. Scheiße. Allergie ist echt doof. Ja, wir werden jetzt nach Hause fahren und bestimmt.